Es folgt nun ein Wahlwerbespot der Nichtwähler. Für den Inhalt ist keine Partei verantwortlich. Alle Risiken und Nebenwirkungen liegen ausschließlich bei Ihnen. Liebe Zuschauer, in knapp einem Monat findet zum 18. Mal die Wahl des Deutschen Bundestages statt. Meine Frage an Sie ist, warum wollen Sie daran teilnehmen? Meine Gründe, mich nicht daran zu beteiligen, sind erstens, es ist einfach eine Lüge, wenn behauptet wird, mit ein paar Kreuzen auf einem Blatt Papier würde die Politik der nächsten 4 Jahre bestimmt werden. Sie können nicht einmal beeinflussen, was für eine Politik morgen damit passieren wird. Zweitens, welche Möglichkeiten haben Sie, dafür zu sorgen, dass Wahlversprechen eingehalten werden? Wie verhindern Sie, dass Versprechen gebrochen werden und die Politiker sich morgen anders entscheiden, als Sie es heute erzählt haben? Damit komme ich auch schon zum letzten und wichtigsten Punkt. Drittens. Der Grund, warum ich nicht zur Wahl gehe, ist, weil ich meine Selbstbestimmung behalten möchte. Das Einzige, was Sie an der Wahlurne abgeben, ist nicht Ihre Stimme, sondern das Recht darüber, selbst über sich zu entscheiden. Egal, ob Sie ungültig wählen, Ihre Partei in der 5%-Hürde scheitert oder sogar in die Regierung kommt. Sie sind dafür verantwortlich, dass das System so ist, wie es ist, weil Sie haben mit Ihrer Beteiligung zugestimmt, dass andere über Sie herrschen dürfen. Dass andere Ihnen sagen, wie viele Steuern Sie zu bezahlen haben und festlegen, wann Sie was essen dürfen. Dabei spielt es keine Rolle, welche der Farben Sie gewählt haben, weil Sie stimmen dem Prinzip, das damit ausgeübt wird, zu. Daher meine Bitte an Sie, behalten Sie Ihre Stimme, damit Sie sie erheben können, wenn Ihre Freiheit und Ihre Selbstbestimmung in Gefahr ist. Handeln und denken Sie für sich selbst. Hören Sie auf, andere über sich, über Ihr Einkommen, über Ihr Vermögen, über Ihre Zeit, über Ihr Leben entscheiden zu lassen. Seien Sie selbst derjenige, der über Ihr Leben entscheidet. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal, aber nicht bei der Bundestagswahl. Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben in Freiheit und Selbstbestimmung. Sie sahen einen Wahlwerbespot der Nichtwähler. Was Sie daraus machen, ist allein Ihre Verantwortung. Guten Abend.